Hallo Leute, also ich hatte euch versprochen, ich lösche den Flugsimulator von meinem Computer. Also, das wollen wir heute auch tun. Ich habe so die Nase voll. Wenn ich alles so lese, was in der Presse drin steht, dann bleibt mir einfach keine andere Wahl mehr. Das ist einfach irre. So, aber wir wollen uns mal ganz kurz unsere Plattengrößen angucken, damit wir mal schauen, wie viel Speicher wir denn auch damit dann freimachen für andere alternative Flugsimulatoren. Habe ich zwar hier schon installiert, aber es ist ja mal interessant zu sehen, was denn dieser blöde Flugsimulator, da dieser 2020 von unseren Platten wegfrisst. Wir brauchen nur uns angucken, das C-Laufwerk und das D-Laufwerk. Also wir haben da vorne auf C frei 55,8 und wir haben auf die frei 157. Okay, das wollen wir uns merken und dann steigen wir jetzt mal hier ein in den großen Löschprozess. Ja, ist dann ja wieder dieses blöde Edge, das mussten wir ja wieder installieren. Ach Mann, Software, ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Ich bin so langsam auf Linux. Ich mache eigentlich auf alles nur noch auf Linux, nicht auf dieser Maschine. Was haben wir das denn hier? Hinzufügen und entfernen. Gut, jetzt hat er das auf meinen anderen Schirm gelegt. So, und da haben wir Microsoft Flight Simulator. So, also, das sind angeblich nur 2 GB. Das mag ich nicht im Leben glauben, dass das nur 2 GB sind. Ha, ha, ha. So, also, deinstallieren. Diese App und alle dazugehörigen Infos werden deinstalliert. Ja, Microsoft Flight Simulator. Deinstallieren. Deinstallieren wird ausgeführt. Nein, dann bin ich mal gespannt. Also wenn das nur 2 GB wären, dann frage ich mich, warum er dann den ganzen Zeit da so viel Updates durchführt. Da kann dann irgendwo was nicht stimmen. Da müssen wir ja auch Xbox aufrufen. Jetzt frage ich mich, also früher, da gab es immer so einen schönen Dialog, wo er dann angezeigt hat, wie viel weggenommen wird und so weiter. Aber das kannst du ja hier gar nicht mehr sehen, ne? Das ist so, also so nach dem Motto, das brauchen die Leute nicht oder das wollen die nicht. Ja, schöne Bildchen. Ja, ach, so ein Schwachsinn. Wer überlegt sich das, das in dieser Form dann darzustellen? Meine Güte, das bringt doch nichts, Kinders, ne? Ja, also jetzt ist der Flugsimulator angeblich weg. Na, so, also, dass man wirklich so richtig ist, gucken wir mal. Also, also nur 0,3 und 157. Der hat nicht einen Gigabyte gelöscht. So, das kann aber nicht wahr sein. Nicht? Das, also dieses Windows, das ist doch nur noch der größte Beschiss. 0,3 Gigabyte und damit, ja, ihr wisst doch wohl genau. Ja, das habe ich vorhin hier. Das sind 2 kleine Dateien, die machen den Kohl nicht fett. So, Windows-Sicherheit. Nicht autorisierende Änderungen blockiert Explorer durch den Überwachen. Ja, das, was hat er denn hier jetzt? So. Also, da hat er nichts weggenommen von. Also, guckt euch das an. Gaming Service. So, Gaming Service Xbox, wollen wir mal gucken. Also, ich brauche die Xbox nicht mehr. Ja, ich will die auf diesem Rechner nicht mehr haben. Also, diese 37 MB, die wollen wir auch bitte deinstallieren. Deinstallieren uns bitte 37 MB. So, das ist doch alles nicht mehr normal. Und Xbox Live, die 16 Kilobyte, natürlich, klar. Weg damit. Deinstallieren. So, ja, Systemkomponenten. Da dürfte ja wohl eigentlich nichts wie ein Flugsimulator drin sein, ne? Flugsimulator, Light Sim, MS, FS, nö. So, also da ist nichts drin. Ja, so, dann
Gucken wir nochmal zurück. Light Sim. Luke Sim. Nö. Da findet der jetzt nichts mehr. Ja. Gut, also einen Link habe ich hier auch nicht mehr gesehen. Ich glaube, den hat er wohl jetzt weggenommen. Nein, den hat er hier immer noch drauf. Guck mal hier. Da, der ist immer noch da. Obwohl er das ja deinstalliert hat. Gucken wir mal in die Eigenschaften, wo er das denn so hin kopiert. Ja, und das ist natürlich auch schon wieder hier so. Das will er gar nicht anzeigen. Guckt euch das mal an. Das wird hier versteckt. Ja, das will er nicht. Er möchte nicht, dass wir sehen, wo er das dann hin installiert. Ja, so. Da ist die Verknüpfung auf dem Desktop. Das ist ganz klar. Ja, aber wo das Programm gespeichert wird, das soll, ne? Das will er uns nicht verraten. Nein. Das Windows ist quasi nur noch manipulativ so hingefriemelt, richtig gefriemelt, weil die wollen den Microsoft will die Anwender beherrschen. Xbox Games, Game Safe. So, Pigra GGS. Ja, also wir gucken mal, wie viel da angeblich drin ist. Angeblich null. Aber warum braucht er diesen Ordner, wenn wir den eh gelöscht haben? Also weg damit. Gut, dann gucken wir mal hier. Früher war das ja immer hier in so einem Subfolder drin. Da war früher immer der Flugsimulator drin. Microsoft. Und dann eigentlich hier drunter irgendwo. Game Input. X86, X64. Nö. So, ich frage mich, warum der Millionen von Gigabytes verschleudert, wenn er angeblich den großen Download und Update macht. Ja, und hier ist jetzt gar nichts drin. So, also im Programme nichts. Und dann hier in dem. Ne. So, aber. Ne, das war auch nicht. Das war nur. Ich dachte, ich würde da. Der ist nicht mehr da. Ne, der ist nicht mehr da. So. Ja, also da sehen wir nichts. Aber meiner Meinung nach hat er nicht alles runtergelöscht. Sehen. Eigentlich noch bei Benutzer und dann vielleicht irgendwo hier unter Apps. War das nicht hier? Und dann Apps. Updata, genau. Local. Night Simulator. Wo hat er die ganzen Daten gelassen? Es müsste ja irgendwo. Gigabyte irgendwo versteckt sein. Das, da, guck mal, jetzt haben wir hier noch auf D, Xbox Game, Xbox Games. Wollen wir da mal gucken. Eigenschaften. Da ist nix. Eigenschaften. Aber wie gesagt, ich brauche diese Xbox Game nicht mehr. Ich will die nicht mehr haben. So, Windows Apps. Ja, warum kann ich da nicht rein? Ach so, ist so nicht. Ja, gut, Date. So, und guckt euch das an. Da nichts vernünftig deinstalliert. Er hat die ganze Scheiße. Lässt er einfach auf dem Rechner drauf, oder? Leiter Sim. Es sind ja die Daten von 2023, also das ist nicht der X-Plane. Das ist hier der Microsoft. Das sind 172 Gigabyte. Und ich meine, der Rechner ist nicht gerade besonders stark. Das ist auch schon wieder 3 Jahre alt. Aber X-Plane ist dann wunderbar schnell und ich kann den auch zum Schneiden benutzen und so weiter. Mir gefällt mein eigener Rechner. Ich möchte mir nicht neue Hardware kaufen.
Aber SSD, also NVMe-Platten, die sind auch nicht gerade billig. Noch nicht. Die werden zwar immer billiger. Und deswegen sind 172 Gigabyte oder 200 Gigabyte, das ist schon eine gewisse Anzahl von Platz oder Geld, was das kostet. Und wenn man das nicht mehr haben will, wenn man sagt, man möchte das löschen, dann soll er das doch auch bitte schön löschen. Oder wie seht ihr das da? Ja, also das habe ich habe das echt befürchtet, dass er das nicht richtig macht. Und da hat er jetzt was von Navigraph drauf, Official, OneStore. Da hat er die ganzen Aircrafts drauf. Was will ich mit dem ganzen Mist? Ja, mit den Flughäfen, die eh nur Schrott sind. Ja, wenn man das mal vergleicht mit dem Xbox, ist das alles nur Schrott, was hier gespeichert ist. Und das frisst hier also Platz, also ungeheuerlich. Es ist absolut ungeheuerlich. Also, weg mit dem ganzen Mist, Updata. Das ist nur Microsoft. Gut. Und dann gehen wir damit in den Trash. Jo, kann er. Aber er hat mehr Updates runtergeladen im Terabyte-Bereich und hat nur 172 Gigabyte gebraucht. Also auch schon irgendwie traurig. Echt traurig. Wenn ich mir angucke, wie schmal dieses X-Plane-System ist. Und das hat eine wirklich gute Qualität. Ja, also muss keine Dune haben von Star Wars oder so ein Scheiß. Ja, es ist so ein Quatsch, was die sich da zurecht programmiert haben in der letzten Zeit von Microsoft. So, wollen wir das X-Plane gucken. Ich meine, das muss natürlich ja auch eigentlich eine Menge darstellen. Aber das X-Plane, das hatte ich innerhalb von Stunden installiert gehabt und dann lief das. Gut, der installiert auch nur einen Bereich, zum Beispiel Europa. Und wenn man dann in Amerika fliegen will, muss man da ein bisschen nachinstallieren. Aber guck mal, ja, jetzt mit 45 Gigabyte, das ist ein Viertel. Ja, sag ich mal jetzt. Ich weiß ja nicht, wo Microsoft noch so ganz viel versteckt hat, ne? So, also, ich werde erst mal sehen, dass ich den, zu dem brauche ich ja nicht mehr den Link. Also das mit dem Microsoft Flugsimulator, das hat sich die nächsten, ich würde mal sagen, 5 bis 10 Jahre erst einmal getan. Gucken wir nochmal hier den, das haben wir im Papierkorb drin. Ja, da können wir das hier alles, das können wir ruhig alles leer machen. So, Papierkorb leer. So, also mit dem manuellen Beseitigen, sage ich jetzt mal, sieht das natürlich ganz anders aus. Also, wir haben 54 zu 55,8, also knapp ungefähr 1 GB freigeschaufelt. Und wir hatten 157 vorher frei. Jetzt haben wir hier 540 frei. Das ist eine ganz andere Nummer. Und dann können wir vielleicht zwischen diesen beiden Platten ein bisschen ummoven. Ich weiß jetzt nicht, ob das zwei Platten waren oder eine Platte, aber irgendwas ummoven, dass es wieder verträglicher ist. Man kann natürlich auch irgendwann mal eine neue Platte kaufen, ja, aber okay. Ja, also Kinders, ihr habt das jetzt gerade gesehen, das mit dem Deinstallieren mit Microsoft, das funktioniert natürlich auch nicht so, wie es soll, ne? Und das ist natürlich Müll. Müll für die Katze. Wieder mal. Wenn ich mein CapCut irgendwann mal auf Linux bekäme, dann würde ich alles umstellen auf Linux, was ich hier noch auf diesem Rechner drauf habe. Denn alle anderen Applikationen gibt es schon auf Linux und meine Büroanwendung laufen sonst so noch nur noch auf Linux mit einem anderen Computer, also mit diesem, das ist der Spielecomputer hier nur, ne, Spiele, und den nehme ich dann auch zum Schneiden mit im Moment. Aber dann stelle ich das auch auf Linux,
Weil sonst ist der eigentlich gut und schnell. Ihr seht das ja, wenn ich zum Beispiel Filme mache, auch mit Explain darf, da ruckelt nichts und nichts. Ja, warum soll ich mir jetzt wieder neue Hardware kaufen, nur weil Microsoft das will oder wie? Das ist doch verrückt. Da kann man dann jedes Jahr neue Hardware kaufen und das kostet doch alles Geld. Ich meine, gut, okay, daran will Microsoft verdienen, nicht? Wenn ein neuer Computer verkauft wird, wird ja wieder eine neue Windows-Lizenz verkauft. Wenn die jetzt ein Update machen, kriegen sie ja kein Geld. Aber wenn sie über den Computerverkauf Linux, also ein Windows mitverkaufen, dann verdienen sie ja Geld. Ne? Das ist genau der Cusus Knactus daran. Die machen ja Knebelverträge mit den Herstellern, ja, und dafür kriegen die Hersteller dann wieder neue Aufträge, um neue Computer zu verkaufen, ne? Weil das Betriebssystem dann immer irgendwo so groß gestaltet wird, dass es einen neuen Computer braucht. Ne? Und das ist bei Linux, ist das eben mal alles ein bisschen sparsamer. Ja, gut, das wollte ich euch zeigen. Das war ja eine ganz interessante Erfahrung. Und ich hoffe, dass ihr mir trotzdem treu bleibt, auch wenn das jetzt alles über X-Plane läuft. Ja, also ich finde das genial. Tschüss, Leute.